Es ist einfach langweilig. Leute, da hat einfach jemand geklopft, Alter. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und oh mein Gott, was haben wir heute wieder vor? Auf jeden Fall, ich und Luca machen heute eine richtig heftige Challenge. Und zwar, wir werden nachher in eine Kanalisation gehen, ja? Und wir haben uns überlegt, wer zuletzt diese Kanalisation verlässt, gewinnt wie viel Euro? 5.000 Euro. 5.000 Euro. Der gewonnen hat, bekommt dann dieses Geld. So, auf jeden Fall, wir kommen jetzt noch zu einer Verlosung. Auf jeden Fall, wir verlosen ein iPhone X. Und alles, was ihr machen müsst, um dieses Handy, dieses iPhone X zu gewinnen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst unser Kanal abonniert haben, dem Video ein Like geben, in die Kommentare schreiben, warum wollt ihr das gewinnen und mir und meinem Bruder bei Instagram folgen. Ganz einfach. Und unsere Instagram stehen jetzt hier. Und da würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video und dann let's go. Boah, das sieht schon heftig aus, ne? Boah, das geht so weit hinein. Ja. Oh mein Gott. Okay. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei der Kanalisation und ja, ich und Luca, wir werden jetzt dann gleich reingehen und ja, da würde ich sagen, geht's gleich los, let's go. Leute, ich gehe da jetzt als erstes rein und wir haben noch Essen und Trinken dabei. Und da kommt mal mit. Ich hab halt, wie das aussieht, Leute, ne? Das sieht brutal aus, ne? Ne. So, okay Leute, ich gehe jetzt auch rein. Boah, ey, ich kann hier fast gar nicht stehen, Alter. Es ist, boah, es ist hier so eng, Alter. Luca, geht's für dich? Ja, safe. Okay, so, ich gehe jetzt hier weiter rein. Ja, guck mal, was essen und trinken. Ja, geh mal noch mal ein bisschen weiter rein. Okay. Boah, hier ist das ist so eng, Alter. Boah, ich schwöre, Leute, was wir hier wieder machen, ne? Das ist doch einfach behindert. So, okay. Geh mal noch ein bisschen nach hinten. Oh. Ist hier gut? Hä? Ist hier alles gut? Ist gut, ja. Oh. Okay, Leute. So, ich bin jetzt hier. Wir sind jetzt drinnen. So, wie ihr seht, Luca, zeig dich mal. Ich bin hier. Luca ist da. Hallo. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt los. Okay Leute, wir sind jetzt hier drinnen. Wir haben auf jeden Fall noch Essen und Trinken dabei. Was machst du da jetzt schon wieder? Schaut euch den aber so an. Boah, die ist ausgelaufen. Ja, mach das weg von mir. Mach das weg von mir. Boah. Leute, wir gehen nicht so weit rein, weil es ist einfach gefährlich, weil man weiß nie, was passiert. Es tut halt ehrlich weh hier. Boah, es ist so eng, Alter. Luca, und wie geht's dir bis jetzt? Ja, perfekt. Wir sind hier jetzt so 20 Minuten oder so. Wir sind jetzt ungefähr schon seit 20 Minuten hier drin, ja? Und ja, geht's dir gut? Ja, ich habe eigentlich Lust, was zu essen, du? Ich habe auch Lust, was zu essen. Ja, okay, lass mal was essen. Okay, let's go. So Leute, ich habe auf jeden Fall Handylicht dabei. Ja Leute, wir haben hier irgendwas Wasser. Wasser, okay. Was noch? Haben wir Chips? Chips oder was? Was haben wir noch alles dabei? Fanta. Ja, zeig das mal. Hier ist die Fanta. Fanta, ja. Was haben wir noch dabei? Das hier so Neo. Oreo so. Oreo. Und noch mal Oreo, sonst haben wir sonst habe ich nichts eingefunden. Okay. Und sonst hast du nichts, oder wie? Nee, ich habe nicht so viel eingefunden. Okay, also. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall seit ungefähr, ich würde sagen, ja, ungefähr 40 Minuten sind wir jetzt hier drin. Und ja, wie geht's dir? Perfekt. Perfekt. Gib mir auch mal was zu essen. Gib doch mal was, ich hab Hunger. Ja, auf jeden Fall. Ich sag euch ehrlich, Leute, ach, mein Arsch tut so es tut so weh hier drin, ne?
Ich schwöre euch, ehrlich. Ah, jetzt ist das Handylicht ausgegangen. So. Ja, es tut auf jeden Fall ultra weh, hier zu sitzen. Wir sitzen hier wie so zwei Bekloppten, Alter. Ja, egal. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, Luca ist hier. Wie geht's dir? Okay. Geht's gut? Ich hab so am Arsch kalt. Ja, Mann. Es ist auch wirklich kalt hier drin, bin ich euch ehrlich, Leute. Ne? Aber ja, so, auf jeden Fall, wir werden jetzt hier noch lange drinnen bleiben, oder? Ja, ich will... Du gehst nicht mal raus, das sag ich. Ja, du gehst raus. Nicht so wie im letzten Video. Ja, du wirst diesmal verlieren, glaub mir, mein Freund. Nein. Jo, Leute, was geht? Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier schon ein bisschen länger drinnen. Schon seit über einer Stunde. Leute, ich bin übelst kaputt hier drin, also lange packe ich das nicht mehr, ich weiß auch nicht, aber das ist auf jeden Fall ultra anstrengend hier drin. Ja, aber wir werden auf jeden Fall mal schauen, was jetzt noch so kommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, ja? Bis gleich. Boah, Leute, ich schwöre, ne? Ich kann nicht mehr, Alter. Das ist so anstrengend hier drin, Alter. Seit zwei fucking Stunden hier drin. Naja, seit zwei Stunden. Es ist so anstrengend, ich schwöre euch, Leute. Schaut, da ist Luca. Luca, sag mal was. Hallo. Und scheiße, dass wir nicht durch die Absperrung kommen. Naja, ist echt so. Ja, Leute, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier drinnen. Und wir sind uns die ganze Zeit am Überlegen, was können wir eigentlich noch machen. Ne? Weil es ist einfach so langweilig, ich sag's euch ehrlich. Wir haben verboten, dass wir ans Handy dürfen. Wir dürfen nur unser Licht benutzen, aber sonst dürfen wir nichts benutzen. Und die Uhrzeit gucken. Und die Uhrzeit dürfen wir schauen. Ja, aber es ist ultra unbequem hier drin, das sage ich euch ehrlich. Ja, sobald was Neues ist, melden wir uns wieder. Ja, bis gleich. Ey Leute, ne? Wisst ihr, was ich und Luca uns die ganze Zeit fragen? Was ist eigentlich hinter dieser Absperrung? Jetzt ohne Scheiß, Luca. Weißt du, was dahinter ist? Keine Ahnung. Wir haben vorhin so einen Klopfen gehört. Weil da kommt die ganze Zeit so Licht durch. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich jetzt. Vielleicht, ich weiß auch nicht, was da ist, Alter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie voll komisch, Alter. So, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, Mann. Es ist einfach langweilig hier. Oh. Oh mein Gott. Was war das, Alter? Was war das? Oh mein Gott, hallo? Hallo, wer ist da? Hallo. Leute, da hat einfach jemand geklopft, Alter. Hallo. Alter, wer hat da geklopft, Mann? Hey, Leute. Hä? Ey, ich schwöre, Leute, langsam, ich habe hier keinen Bock mehr. Es ist einfach... zu gruselig, ich schwöre, es ist zu gruselig, Leute. Alter, hä, was ist das? Leute, ich schwöre, ich frage mich die ganze Zeit, was ist das? Keine Ahnung. Weißt du es? Nö. Hast du eine Ahnung? Keine Ahnung. Ich denke, es ist irgendwie... Oh, Leute, ich weiß auch nicht, was das ist, aber vielleicht irgendwie ein Mitarbeiter oder so, wo ja, in der Kanalisation... Ja, wo... Bitte. Ja, vielleicht arbeitet jemand da? Absperrung, bitte. Für was hat man dann eine Absperrung? Und dann ja, vielleicht ist jemand da hinten dran. Und will da raus. Ja, das weißt du ja nicht. Ja, wollen wir das kaputt drehen? Nein, ich drehe das sicher nicht kaputt. Dann kommt noch Wasser oder so durch. Stell dir vor. Ja, du weißt ja nicht. Ich drehe das jetzt kaputt. Nein. Doch. Nein, du drehst das jetzt nicht kaputt. Doch. Nein, hör doch. Auf. Du machst nichts. Doch. Nein. Boah, ey, ich weiß auch nicht, Alter. Es ist so komisch hier. Was ist das? Keine Ahnung, das sind irgendwie so Bretter oder so zwei Bretter hier. Das sind irgendwelche Bretter, ne? Ja. Alter, Leute, schaut euch den an, was der macht. Was machst du da? Keine Ahnung, ich mach ein bisschen Sport. Du machst Sport? Ja. Alles klar. Cool, ich zeig euch jetzt, was Sport. Ich mach auch immer Sport in der Kanalisation. Alles klar, guck, was der macht. Der ist behindert, die Schule. Also, Leute. So, und gibst du jetzt mal auf? Eigentlich, ja, ich weiß nicht. Ich will nicht. Du willst nicht, ne? Aber ich will. Ich will nicht. Ich will. Ja, ich will auch nicht aufgeben, weil ich will diese 5.000 Euro. Was würdest du mit den 5.000 Euro machen? Was ich mit den 5.000 Euro mache? Ja. Ja, ich würde Geld sparen für den Führerschein. Und du?
So Gucci, Louis Vuitton, alles. Und Spenden. Ja, Mann. Spenden ist auch immer gut. Das stimmt. Ja. Luca, gibst du jetzt auf? Ich weiß nicht. Ja, gib doch auf jetzt. Ja. Du hast eh keine Chance. Er hat aufgegeben. Guck mal her, guck mal her. Was ne? Er hat einfach aufgegeben. Behinderter. Komm mal her jetzt. Komm mal her. Ja, chill. Was ist? So, und was sagst du dazu, dass du verloren hast? Mir egal. Wie lange waren wir jetzt drinnen? Keine Ahnung, 3,5 Stunden. Oder 4, weiß ich nicht. Ja. Ich gucke nachher mal auf die Zeit. Okay, also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich die 5000 Euro hole. Let's go. So Leute, das war's mit dem Video. Auf jeden Fall, wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wenn ihr mehr solche Challenges irgendwas sehen wollt, alles in die Kommentare. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zum iPhone X. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, macht alle mit bei dem Gewinnspiel, es lohnt sich. Und ja, ich würde sagen, der Gewinner wird dann auf jeden Fall bei den 200.000 Abonnenten ausgelost. Und dann, wenn wir die 200.000 Abonnenten erreicht haben, werden wir den Gewinner dann beim nächsten Video nach den 200.000 Abonnenten erwähnen. Und der gewinnt dann dieses iPhone X. So, auf jeden Fall, jetzt kommen wir noch zu meinen 5.000 Euro. Gib mir her. Bisschen mehr. Gib doch! Hälfte, wie ich trinke. Ja, alles klar. Nee, was so, Leute. Ich auch ein bisschen. Hä? Ein bisschen. Ich ja. Weiß. Hier sind auf jeden Fall die 5000 Euro drin. Und ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe sie gewonnen. Für was werde ich sie benutzen? Natürlich für Führerschein und solche Sachen. Und auch um diesem kleinen Stinker mal was zu kaufen. Ne? So, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Da würde ich sagen, haut rein, macht alle mit und ciao.